einen wunderschönen Willkommen, ja, zum heutigen Abend mit Sensecape und ihrem neuen Werk, was irgendwann hoffentlich bald herauskommen wird, Asylum. Hier an der Stelle die Demo von Asylum. Der gute Carpet, der sich ja schon bei Scratches mit bei den Zuschauern runtergeschlichen hat, er hat mir den Hinweis gegeben, dass da eine Demo heute rausgekommen ist. Und hat mich auf dieses Spiel aufmerksam gemacht, dass es, wie gesagt, eine Demo gibt von den Scratches-Machern. Und die werden wir uns mal angucken. Aber es ist doch die Demo, vorsichtig, ne? Ist heute oder gestern frisch rausgekommen und der Carpet hat mich darauf hingewiesen. Oder der Carpet. Okay, ist alles zugewuchert. Oh, es wird groß, das Haus wird groß. Sehr groß. Was ich schon mitbekommen habe, es gibt keinen Voice-Over derzeitig, sondern rein Text in Englisch. Das wird ein bisschen schwierig für mich on the fly, also vorsichtig, ne? Und wir sehen, Escape drücken, um das Recordbook zu öffnen. Hier können wir die Einstellung vornehmen. Wir sind ein bisschen spartanisch. Wir können keine Auflösung einstellen. Muss ich in der INI-Datei machen. Das wird ruckeln. Ich denke auch, genau, wenn die Optik und Stimmung genauso wird. Du wirst sehen, das Gameplay ist schon mal analog ähnlich. Ich würde sagen, identisch. Genau, also es gibt noch nicht groß was einzustellen. Es gibt keine Sprachausgabe, das habe ich gesehen. Also ich habe bisher nur bis zu dieser Stelle gespielt. Also geguckt. Spielen ist ja wohl überbewertet. Und habe so ein bisschen rumgespielert, um zu gucken. Ne? Und dann gucken wir mal. Wir sind angekommen. Also, wie gesagt, die Steuerung ist analog. Natürlich. Ich hatte starke Gründe, hierher zurückzukehren. Aber die Umstände waren seltsam, ne? Traumartig. Und es ist leider zu schnell. Ich kann es on the fly nicht übersetzen. Ich versuche es. Ne? Warum habe ich das überhaupt gemacht? Ne? Ich musste wissen, was hier passiert ist, ne? Und was mit mir passiert ist. Ich musste mich der ganzen Sache stellen, als in Ungewissheit weiterzuleben. Ich fühlte mich, als wäre ich vorbereitet für das Unerdliche, was auch immer für Geheimnisse hier innen drin in diesem monolithischen Gebäude vergraben und verbuddelt ist. Ich dachte darüber nach, schnell reinzugehen, bevor ich meine Meinung ändern würde. Nein, mein Auto wäre oder könnte weit genug wegfahren. Es ist zu schnell. Es ist zu schnell. Okay, bald würde die ganze Gegend hier in Dunkelheit versinken. Drinnen wäre ich erstmal sicher. So, redest du noch was? Kann ich das langsamer machen, den Dialogtext? Das wäre schön. Es ist mir persönlich ein bisschen Speed of Reflexes. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist durchgestrichen. Das heißt, das kommt noch. Untertitel kommt noch. Also vorgesehen ist deutsche Untertitel mit englischer Sprachausgabe. Wie so Snow-Syndrom. Da bin ich mal gespannt, was hier für Einstellungen noch kommen werden. Okay, schauen wir mal.
Also wir sehen, die Steuerung ist analog. Können wir fahren? Ich könnte jetzt ganz schnell diesen einsamen Berg runterfahren, ne? Aber dann würde ich nicht herausfinden, was hier eigentlich los ist. Und wir haben stets 2D-Ansichten. Wie Scratches. Hive. Und wir können hupen. Vielleicht reagiert ja jemand. Und wir sitzen auf der richtigen Seite. Bei dem anderen Teil saßen wir nicht auf der richtigen Seite. Da saßen wir da drüben. Können wir Gang schalten machen? Nee. Radio? Oh. Oh, kein Signal. Schande. Ich könnte jetzt Gesellschaft gebrauchen. Okay, machen wir mal aus. Da können wir nichts machen. Können wir das Handschuhfach öffnen? Nein. Schade. Aber hier oben irgendwas drin? Nee. Hier ist doch oft immer... Aber hier mein Notizbuch. Als ich mein Notizbuch griff, wurde ich mit einer Selbstsicherheit durchfuhr mich Selbstsicherheit. Ne? Ich musste zwingend herausfinden, was hier los ist. Und deswegen gehen wir hier wieder raus. So, ist die Steuerung rechte Maus? Rechte Maus. Oh, super. Ach, das sieht gut aus. Also es ist ein Mischmasch aus, ich weiß gar nicht. Ist es vielleicht 3D? Es sieht... Oder ist das wieder... Sind das vorgerenderte Objekte? Es sieht nach dem einen aus, aber es ist hier so ein Mix, ne? So, wir müssen ins Institut rein. Okay, hoffentlich finde ich die Antworten, die ich brauche, in dem Henville Mental Institute. Was haben wir da? Da war eine Art poetische Schönheit in dieser diesen dunklen alten Wäldern. Ich? Angst vor einem ominösen Wald? Nein, ich war stärker als das. Wir können da hinten auch... Will ich da hinten hingehen? Oh, wir haben sogar so einen Hinlauf-Wandereffekt. Das Ding ist riesig. Okay, ich war bereit, da reinzugehen und mich den dunklen Geheimnissen stellen, die mich auch immer hier, ne? Ah, okay. Ich dachte schon, das wäre nämlich dann richtig mörderisch viel. Was ist da? Ich fragte mich, wie alt diese Bäume dort sein könnten. Ne? Der ganze Ort fühlt sich altertümlich an. Irgendwie... Ach, da kommt immer neuer Text, ne? Ich könnte ein bisschen umherwandern, aber ich befürchte, ich würde mich da drin verlieren. Ein Wald. Das ist alles, was es ist. Ah, okay, das wiederholt sich, ne? Der ganze Ort fühlt sich altertümlich an, irgendwie in der Zeit hängen geblieben. Am Anfang fand ich die Gegend verboten zu betreten, ne? Aber dann fühlte ich mich irgendwie... ich fühlte mich erneuert und selbstsicher. So viel... Das ist zu schnell, das kriege ich gar nicht on the fly hin, das tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte irgendwas Interessantes erzählen, aber es war nur ein großer Fels. Ja, stimmt, da kommt noch ein bisschen was. Okay, wir gehen mal. Der Wandereffekt sieht gut aus. Der gefällt mir. Ist hier irgendwas draußen? Wir gehen jetzt mal rein. Wie, da sitzt jemand? 8 Uhr abends. Hallo? Okay, ruckelt ein bisschen. Willkommen im Henville Mental Institute. Was kann ich für dich tun oder für Sie tun? Das ist seltsam. Ich dachte, das Gebäude wäre verlassen. Wie Sie sehen können, ist es nicht länger der Fall. Ne? Mein Name ist Julia und ich bin die Rezeptionistin hier des Instituts. Wieso bist du hier? Oder sind Sie hier? Ne? Okay, es ist 3D. Sie haben das Ganze in 3D gebaut, aber lassen und machen die Steuerung immer noch analog? Wie früher? Ich frage mich, ob das vielleicht dann doch auch eine...
die andere Fortbewegungsform geben könnte. So, People haben wir hier? Julia, ich frag sie mal. Ja. Also, du bist also hier die Rezeptionistin? Ich mach mal du, ne? Ja, es ist meine erste Nacht hier. Ich mach ein bisschen von irgendwas, ne? Gerade jetzt läuft das Institut mit sehr wenig Personal und so. Das ist eine sehr, seltsame Situation für mich. Ich hoffte, dass ich das Gebäude erkunden könnte. Oh, und du dachtest, es wäre verlassen, ne? Ja, dachte ich natürlich, dass hier, es würde niemanden stören und so, ne? Ja, normalerweise stört es uns schon. Das Institut war niemals verlassen, aber ich kann es nicht weiter lesen. Und dennoch, verlassen oder nicht, du kannst ja nicht einfach hier rumrennen, ne? Verstehst du doch, oder? Ja, das überrascht mich jetzt und das erwischt mich jetzt auf den kalten Fuß. Ich kann das nicht übersetzen, oder vielleicht so schnell. Die sind zu schnell für mich. Sie sind ein bisschen zu schnell für mich. Kriegen wir das einigermaßen hin, dass ich versuche, das grob zusammenzufassen? Ich hoffe ja, oder? Warum ist das Gebäude nicht verlassen, ne? Okay, sie eröffnen wieder neu. Die Struktur des Gebäudes ist immer noch nutzbar. Wir können es aber immer wiederholen, ne? Ach, gibt es denn immer noch, weitere Leute? Patienten auch? Ja. Obwohl wir eben halt nur sehr wenig Personal hier haben, ne? Haben wir Leute hier. Das Gebäude ist noch nicht fertig, aber eben halt, es ist operabel. In diesem Zustand verstehe ich nicht. Ja, es könnte ein bisschen aufgeräumt werden und so, ne? Es ist auch ein bisschen kalt hier und ohne die Heizung, die laufen gerade nicht, ist es natürlich nicht gerade komfortabel genug. Okay, ich wollte mich hier einfach umgucken, weil ich dachte, dass es keinen interessieren würde. Du könntest hier verletzt werden, ne? Es ist einigermaßen unsicher hier. Gerade ist es nicht erlaubt, im dritten Obergeschoss langzulaufen. Das ist alles so seltsam. Okay, es wird durchgestrichen, was wir fertig haben. Also, wir sollen es glauben, dass das Institut wieder eröffnet wird. Hier unten gibt es auch Dokumente vom Institut. Scheint eine Liste zu sein. Ich bin nicht das erste Mal hier. Es ist schwierig für mich, das zu erklären. Oh, ich bin hier neu, ne? Das ist meine erste Nacht hier. Also hast du hier früher mal gearbeitet? Nein, nicht wirklich. Oh, okay, ich weiß da nicht, wie ich dir helfen kann. Warum bist du hier? Das ist eine gute Frage. Warum bin ich hier? Siehst du dich selbstsicher aus? Soll ich die Security rufen? Hä? Bitte, nein, das ist nicht nötig, verspreche es. Ich werde mich erklären. Gib mir nur einen Moment, mich zusammen. Ich wollte nicht so bissig sein, ne? Aber ich habe Zweifel. Ich habe Zweifel darüber, dass ein komplett Fremder hier des Nachts ins Institut rumkommt und guckt. Okay. Ist aber nicht ein guter Empfang. Also er kommt später auf sie zurück, um ihr zu sagen, was mit ihm nicht stimmt oder was mit ihm los ist. Aber er braucht halt ein bisschen Zeit und sie, ja, ist ja nicht mein Problem, ne? Wir haben ja die ganze Nacht, naja, aber ich habe nicht die ganze Nacht Zeit dafür. Ich versuche immer herauszufinden, wie ich meine Situation erklären soll. Nun, nimm dir Zeit. Okay, das kommt bestimmt später. Lass mich zusammenfassen. Das ganze Institut öffnet neu. Ja, Patienten von kleineren Krankenhäusern in der Region werden hier herübergestellt und die großen Renovierungen starten morgen. Heute bin es nur ich, die Sicherheit und Dr. Miller und einige Patienten im Gebäude. Es ist schön, dass hier ein neues Leben eingehaucht wird. Aber wo sind die ganzen Arbeiter? Ich sehe nichts, dass hier irgendwas renoviert oder konstruiert wird, ne? Es ist nachts, was erwartest du, ne? Leute arbeiten normalerweise nicht in der Nacht, außer das Personal in der Nachtschicht. So wie du, ja? Absolut. Irgendwas
Irgendwas sagt mir, dass ich dich nerve. Auch nicht wirklich. Es ist schön, ein bisschen Gesellschaft gerade zu haben. Also, das ist ein bisschen sehr seltsame Situation, ja, dass die hier wieder öffnen. Zumal ja draußen keine Autos rumstanden. Der Weg ist noch, also dafür, dass die wieder öffnen, ist der Weg ganz schön, ne? Verstehst? Voll beladen, also mit Grünzeug und so überwachsen. Es gibt einen Grund, warum ich mit diesem Platz oder Ort verbunden bin. Oh, ich bin, na. Ich war hier mal Patient in dem Hospital. Oh, keine Sorge, es war nichts Ernstes, nur ein kurzer Besuch. Ich bin nicht verrückt. Nun, du klingst auch nicht verrückt mir gegenüber, ne? Möchte ich dir einfach mal hier sagen. Stört dich hier irgendwas? Du hast erwähnt, dass hier Patienten herversetzt werden. Es sind kaum Leute hier heute Nacht. Aber es wird eine Flotte von Leuten hier ankommen. Der Plan ist, dass das Institut wieder auf 100% Kapazität in 10 Tagen läuft. Es sieht schlimmer aus, als es wirklich ist. Okay. Na, ich weiß ja nicht. Das ist bestimmt gut für die Psyche, wenn man hier dann im Krankenhaus ist, ne? Also morgen sollte mehr Personal kommen, ja? Ja. Mehr Personal und mehr Patienten sollten morgen Abend hier ankommen. Nee, morgen früh, okay. Findest du dich seltsam, dass sie das Institut wieder neu eröffnen nach der ganzen alten Zeit hier? Oh, das ist nichts Seltsames, ne? Die Behörden sagen, das Gebäude ist nutzbar, also wird es nutzbar gemacht. Ach, hier ist der gleiche Text nochmal. Authorities deemed the building usable, other places didn't fare as well and have been demolished. Ach so, das ist das einzige Gebäude, mehr oder weniger, was noch irgendwie genutzt werden kann, denn andere Gebäude sind schon zerstört. Aber wir können hier noch nicht weiter. Eine traumatische Periode in meinem Leben und es schmerzt, wenn ich selbst dran denke. Ich hatte eine akute Stressreaktion, was mich zu einer problematischen Episode führte. Hat er versucht, Selbstmord zu begehen? Habe ich das richtig gelesen? Überflogen? Aber ist das nicht... Face my part. Ich komme so schnell gar nicht hinterher. Das ist ein bisschen schwierig. Aber wir haben ein Journal. Vielleicht kommen wir darüber dann klar. Hat sich hier... Nee. Da kommen wir nicht. Meine Condition können wir nicht weiter erzählen. Trust me, I wish that you've been cryptic since the first moment you got here. Niemand versteht mich. Es ist sehr seltsam. Die Person ist seltsam. Mich an meine Vergangenheit erinnern. Die Wahrheit ist... Ich habe diese Albträume. Ich glaube, dass hier an diesem Ort mir was passiert ist. Etwas? Ist ein bisschen vage hier. Ich erinnere mich kaum an diesen Teil meines Lebens. Ich denke darüber schon seit vielen Wochen nach und ich muss jetzt unbedingt herkommen. Ich verstehe nicht, was, wobei dir das hier helfen soll. Das verstehe ich auch gerade nicht. Das Thema bereitet mir Kopfschmerzen. Ist es okay, wenn ich jetzt reingehe? Ich weiß nicht. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Glaubst du mir immer noch nicht? Beziehungsweise vertraust du mir immer noch nicht? Du siehst okay aus, aber ich verstehe immer noch nicht, warum du das Institut sehen willst.
Okay, wir müssen halt irgendwas noch. Dr. Miller. Wer ist Dr. Miller? Es ist der derzeitige Direktor, der Leiter des Instituts. Und er leitet hier den ganzen Wiedereröffnungsprozess. Ich dachte, Henville war der Direktor. Ach, das ist schon lange Zeit her. Wo kann ich den Dr. Miller finden? Es tut mir leid, das kann ich dir nicht sagen. Aha. Okay, wir haben nichts weiter zu sagen darüber. Und wir wollen auch nicht über Julia reden. More patients are scheduled to arrive tomorrow morning. Mehr kommt dann nicht. Müssen wir hier schlafen? Kann ich hier auch wieder gehen? Wie komme ich denn hier wieder raus? Mit Escape? Nee. Jetzt beim Ernst, wie komme ich hier raus? Ich möchte hier einfach nur rumlaufen und den Ort fühlen. Bist du ein Reporter? Vielleicht schreibst du ja ein Buch. Ach, das ist es. Nein, es ist nichts von dem. Ich muss unbedingt hier rein. Und sorry, wenn ich Nein sage, du kommst hier nicht rein. Lässt mich wirklich nicht rein? Nein. Solange du mir keinen guten Grund nennst. Was muss ich denn jetzt hier realisieren? Also ich kann hier mit meinem Pinsel, meinem Bleistift hier nirgendwo anders hin, ne? Wir können nichts über die Leute weiter. Also über sie können wir nichts sagen, über ihn können wir nichts fragen. My conditions bezüglich meiner Vergangenheit. Ja, ich verstehe immer noch nicht, was du erwartest, hier zu tun. Ich möchte einfach die Möglichkeit haben, diesen Ort nochmal zu fühlen, damit ich sicher sein kann, meine Vergangenheit hinter mir zu lassen. Und zu hoffen, dass deine Albträume dich verlassen werden, das ist der Plan, wenigstens. Okay, ich vertraue dir. Okay, ich darf rein. Also, okay, du weißt jetzt alles. Lässt du mich jetzt passieren? Nun, es ist eine sehr seltsame Situation. Aber deine Story berührt mich, ne? Ich glaube nicht, dass du irgendwelchen Ärger hier machst, deswegen darfst du rein, ne? Ich hoffe, das wirkt sich nicht auf deine Gesundheit aus. Ja, ich fühle mich besser als jemals zuvor, ne? Ich muss einfach hier mich ein bisschen umsehen und mich zurückerinnern. Und du bist... Ich muss vor der Dämmerung... Nee, vor Dawn ist Morgengrau, ne? Den Ort verlassen. Und die oberen Flure darf ich nicht betreten. Die Türen sind eh verschlossen. Und ich muss auf mich selbst aufpassen. Okay, du kannst jetzt rein und tu deine Dinge, die du tun willst, ne? Es wird ein anderer Ort am Morgen sein. Das ist... Das kann ich dir versichern. Oh, oh. Warte mal, kann man hier abspeichern? Ich glaube ja, ne? Ich guck mal, ob das geht. Also technisch geht das. Was ein bisschen schwer ist, halt für mich als Nicht-Native-Speaker zu versuchen, so schnell wie möglich hier simultan zu übersetzen. Da können wir hingehen. Haben wir hier irgendwas? Es sieht aber richtig gut aus. Und auch die Musik ist wieder stimmig, ja? Ich gehe mal hier unten lang. Sie sitzt auf alle Fälle noch da. Besucher saßen hier und sprachen mit ihren Angehörigen oder Liebsten, ne? Derartige Einsamkeit war herzzerbrechend. Eine Brille. Maus bewegen, um das Objekt zu durchsuchen oder zu untersuchen. Die ist kaputt. Okay. Ach, das ist nur zum Angucken. Ich dachte, wir packen es ein.
Ich dachte, es wäre ein Alarmknopf, aber es funktionierte nicht. Ich bemerkte, es könnte die Sicherheit alarmieren bei Besuchen. Es funktionierte nicht. Aber selbst ein helles Licht würde diesen Ort, diesen Raum nicht ansprechender gestalten. Es ist, aber die haben echt einen Hang, theatralische Gebäude und Räume zu machen, ja? Darf ich durch? Das ist riesig. Die Feuerlöscher sind möglicherweise nur Dekoration. Ich bezweifle, dass sie nach der ganzen Zeit noch funktionieren würden. Okay. Die vergitterten Fenster stärken das Gefühl der Klaustrophobie. Oh, das ist Klo. Klo ist gut. Autoservice. Oh. Die sanitären Anlagen badeten im Mondlicht und das, was man sehen konnte, war nicht sehr verzückend und ansprechend. Okay, das Licht funktioniert ja auch nicht. Okay, ich habe genug von diesen Urinalen gesehen, was ist da. Und die Toiletten fühlten sich auch nicht irgendwie an, dass man viel Privatsphäre da hätte. Autoservice. Ich wollte da eh nicht reingehen. Tja, möglicherweise vor langer Zeit haben dich diese Waschbecken eingeladen, deine Hände zu waschen, aber jetzt nicht mehr. Du, warte mal. Okay, einfach nur ein gewöhnlicher Papierkorb, der unüberraschenderweise nicht geleert wurde. Es war unmöglich, meine Reflexion unter all diesem Dreck oder durch all diesen Dreck zu sehen. Also hier ist nichts weiter. Das ist gut. Das ist gut. Da gehen wir wieder raus. Inspektion abgeschlossen. Ich begann mich an das Layout des Gebäudes zu erinnern. Das war der administrative Teil. Aber wir können uns die Sachen hier nicht angucken. Oder? Warte mal. Können wir hier noch irgendwas anderes einstellen? Wir haben nur das Notizbuch. Wer ist Bruno? Bruno war der Sicherheitstyp. Er war hier irgendwo im Institut. Julia erwähnte einen Dr. Miller, der hier irgendwo im Institut sein sollte. Überraschend stolperte ich auf Julia in dem Gebäude. Nicht das, was ich erwartet hatte. Waren wir hier schon drin, ja, ne? Nee, waren wir nicht. Eine Bücherei. Nee, dieser Ort. Ich erinnere mich, dass ich hier drin war. Es war mal ein Meetingraum, ne? Aber Patienten wurden hier befragt. Hier drin zu sein, machte mir Angst, ne? Ich wusste, dass ich Teil der Befragung war. Oh oh. Beginnings. Oh, das wird sehr schwierig. Also ich freue mich schon auf die vorbereiteten Übersetzungen, ne? Jahrzehntelang war das Hanwell Mental Institute Haus von Patienten unterschiedlichen Alters und diverser Grade mentaler Störungen und Krankheiten. Ne? Feeble-minded men and women who are not fit for society were admitted with excellent conditions in nursing. Was ist ein feeble-minded? Auf alle Fälle sind es wahrscheinlich die geistesgestörten Männer und Frauen, die nicht fit für die Gesellschaft waren, wurden hier zugelassen, um eben halt unter exzellenten Konditionen betreut zu werden. Mit einer sauberen Umgebung, herausragenden Facilities und einem effektiven Personal
gab das Institut all Aufmerksamkeit und alle Nöte, befriedigte alle Nöte der Patienten. Ne? The Four Story, das vierstöckige Gebäude, wurde auf einer Klippe gebaut. Amidst the Leafy and Calm Harvest and the Gold Tour. Inmitten eines laubartigen und ruhigen Waldes mit dem Ziel, über 300 Patienten ein Heim zu bieten. Fiebel ist schwach. Okay, danke. Diese Location sicherte eben halt maximale Sicherheit oder garantierte maximale Sicherheit. Zugriff wurde beschränkt. And any patient attempted to leave would have to descend a rocky environment. Patienten, die versuchten halt hier wegzurennen oder zu verlassen, ne, fanden einen steinigen und schlängelnden Pfad unten zur Basis vor, weil das eben halt auf einem hohen Berg herumstand. Ne? Jeden Tag konnten die Patienten ihre Zeit auf dem Hof verbringen, in der Bibliothek oder im Spielraum oder an anderen vergnüglichen Aktivitäten teilnehmen. Schwachsinnig, geistig, schwach, blödsinnig, dumm. Okay. The most apt ones were periodically selected to help in daily duties. Also die noch am fittesten waren, ne, die wurden dann auch zu kontinuierlichen Hilfsaktivitäten, täglichen Routinen und Arbeiten, wie zum Beispiel Wäsche waschen, Kochen, administrative Aufgaben und so weiter, eingesetzt. Groups were assembled and assigned to the therapist according to the capabilities of their members, engaging in diverse... Sie wohnen in Gruppen zusammengefasst, ne? Und einem Therapeuten zugewiesen, in Abhängigkeit ihrer Fähigkeiten der Mitglieder. Engaging then in diverse approaches to therapy. Es wurden unterschiedliche Therapieansätze angegangen, die Standardrehabilitation, Wassertherapie, Gruppentherapie und so weiter für die vielen unterschiedlichen Fälle und andere strenge Methoden wurden eingesetzt, um eben halt die Leute zu heilen oder eben halt zu betreuen. Okay, danke für die Info. Recorded Book Update. Achso, jetzt haben wir das, was ist das hier hinten? Some important items are collected in your record book. Press escape at any time to read them. Please be more mindful of the vinyl records. Their covers are scattered all over the section and they are being ruined. Also man soll auf die Schallplattensammlung aufpassen, ne? Die Covers von den Schallplatten sind überall in dieser Sektion verteilt und werden ruiniert. We can't let the patients play with them, although I've seen members of the staff being careless as well. Also die Patienten dürfen damit nicht rumspielen, auch wenn ich Mitglieder der Mitarbeiter hier damit gesehen habe, wie sie damit unachtsam umgegangen sind. It's a shame and a disgrace to the work we all do here to keep this place running smoothly. Es ist eine Schande und peinlich. Der Arbeit gegenüber, die wir hier alle tun, ne, um das alles smooth abwickeln zu lassen. Alice, wer auch immer Alice ist. Who the fuck is Alice? So, die Bücher haben wir nicht. Was ist das? Ist auch nicht. Hier ist eine Schallplattensammlung. Oh, Relaxing Classic Music. Prälude für Gitarre Nummer 16. Toccata in D-Moll. Variation. Okay. Kann man die abspielen? Nee, ne? Aber die Steuerung ist echt analog. Topics? Wo ist... Achso, Escape drücken war das, ne? Das ist jetzt hier bloß mein... So, das heißt... wo denn? Wo ist denn das? Ah, warte mal, ich speichere mal kurz, ja. Da war das. Das ist natürlich schwierig, weil wir können hier vorne nicht auf die Sachen zugreifen, aber wir müssen einmal blättern. Evaluation of Memory, oh Gott. Wir haben nur eine Sache bisher gefunden. Okay, ist ja auch die Demo. Das ist ja auch die Demo. Okay, was haben wir denn noch? Tapeten kommen von der Decke. Die Tafel,
sich benutzt und überbenutzt aus nach all den ganzen Jahren. White, warum bist du hergekommen? Below it. Es brachte Erinnerungen der Schule zurück und wie ich es liebte zu lernen. Die Tafel wirkte irgendwie unpassend, aber ich wusste nicht warum. But I couldn't put my finger on why. Okay. Die Bücher. Der Doktor und die Seele. Lass mich raten. Ach du Gott. Okay, hier ist bloß ein Kapitel. Okay. Wahrscheinlich werden die Seitennummern wichtig sein für die unterschiedlichen Kapitel. Irgendwas wird da sein und wir brauchen da Seitennummern oder irgendeinen Hinweis. Okay, sieht genauso aus. Ich glaube, wir sehen immer das Inhaltsverzeichnis von den Büchern. Und zwar immer das Inhaltsverzeichnis. Aber ich gehe trotzdem mal alle durch. Nicht, dass danach irgendwas drin versteckt ist, ein Schlüssel oder so. Aber ich glaube, da ist kein Schlüssel. Da ist kein Schlüssel. Okay, so wieder zurück. Okay, da steht es nochmal da, im Archiv. Ach, das ist ein guter Platz, um anzufangen mit der Suche. Okay, Archiv. Oh, da ist... Ja, das geht hier morgen richtig voll los, ja. Giftiger Stank von was? Oh. Okay. Die riesige Menge an Papier zeigt, wie intensiv die Arbeit und die Papierarbeit hier in dem Institut war. Was ist das? Ein Schallplatten. Right click to show an item you're carrying. Oh. Guck mal, da ist ein alter Plattenspieler, der angeschlossen war an das Audiosystem, die ganzen Lautsprecher im Institut. Das ist ja cool, aber Strom gibt's hier. Was ist hier? Ein Plan. Ein Speaker Wiring Diagram. Cool. Carrie Cutler. Wie heißen wir denn eigentlich? Derek Patrick, Dominic Rock M. Ich glaube, das ist eher sowas wie die Bäckerliste. Hä? So sieht das jedenfalls aus. Stehen wir da drin? Ich gehe mal hier drüber. Da, es geht bloß raus. Ich glaube, das ist eine Liste der Bäcker. Ein Messer. Oh, oh. Warte mal. Da ist jetzt ein... Es fährt ein Eibs... Okay. Hier sind die Gegenstände. Wir können es da anklicken. Aha. Ein eleganter Brieföffner. Utsch, spitz und scharf. Da waren Seiten rausgelesen. Ja, hier in der Mitte, ne? Sieht zumindest so aus, aber da kann ich nichts machen. Ich denke mal, das ist, wie gesagt, nur die Liste der Bäcker, die das unterstützt haben, damit das Spiel entwickelt werden kann. Im Safe waren vielleicht mal wertvolle Gegenstände, aber ja, das, was jetzt da übrig geblieben ist, ist bedeutungslos. Okay. Okay, es ist nutzlos. So, da ist auch nichts zu holen. Ich glaube, hier ging es um das Audiosystem und das Messer. Gehen wir mal weiter. Friederike Michaels. Ich glaube, das sind...
Da gab es viele Diplome, die an der Wand hingen. Ich schätze, dass das Personal sehr qualifiziert war. Ich glaube, die Diplome sind auch Bäcker, die hier halt einfach prominent hier untergebracht sind, was ich als sehr super Idee finde. Okay, wir müssen auf Julia aufpassen. Auf was sie von hinten mal schrecken können? Okay, ja, ihr Tisch war recht aufgeräumt, wenn man das restliche Gebäude damit vergleichen sollte und würde. Ich speichere mal kurz. Also alles im einen, muss ich mal sagen, also das jetzt mit der Sprachbarriere, also ist jetzt keine Barriere, aber es ist mir einfach zu schnell, um das simultan zu übersetzen. Das Lesen ist eine Sache, aber das Übersetzen on the fly ist halt ein bisschen schwieriger. Aber ungeachtet dessen, die Atmosphäre ist schon mal sehr gut. Und wir wissen ja, bei Scratches fing es ja auch erstmal ganz normal an. Und ich glaube, hier wirst du so viel ent. Ey. Okay, wir sind jetzt hier. Guck doch mal, wie groß das ist. Und das ist nur die erste Etage. Und wir waren hier. Da. Guck mal, was hier hinten ist. Hier sind die Zellen. Und da geht's links und rechts nochmal weiter. Guck mal. Ah, nee, das wird nach oben. Nee, to second floor. To high-risk male patient cells. Da geht's noch mal weiter an den Seiten. Und das ist der Innenflur, beziehungsweise das Innenareal, Bibliothek. Wir waren noch gar nicht in der Bibliothek. Wir waren nur in den Archiven. Ach, nee, nicht mal. Wir waren im Meeting Room. First floor ist der erste, also die erste Etage ist es, Erdgeschoss. Soweit mir das bekannt ist. Ich gehe mal erstmal hier. Dr. Ebersbacher. Okay. Ein eiskalter Psychiater. Oder Psychiaterin, wie auch immer. Also es sieht hier noch so aufgeräumt aus. Warum sieht das hier noch so aufgeräumt aus? Okay, ich stellte fest, dass es hier interessante Informationen irgendwo neben dem Office geben sollte. Es war eine gute Möglichkeit, jetzt hier mich umzusehen. Ein Laborkittel. Dr. Ebersbachers Geschmack war sehr, ja. Oh, okay. Vielleicht können wir hier irgendwas. Da kann man nicht hin. Das Gemälde sieht hinten irgendwie klasse aus. Wie hießen wir denn eigentlich, wenn ich fragen darf? Hier können wir nichts rausnehmen, okay. Hier oben können wir auch nichts einstellen, gut. Ich glaube. Ich glaube, die Akten, die müssen mal. Oh, die sehen noch gut aus. The Institute used to be high thanks to advanced treatments. Also die Gesundungsrate bzw. die Wiederherstellungsrate des Instituts war gewöhnlicherweise sehr hoch, dank erweiterter Behandlung und neuer Techniken der Gruppentherapie. Und zwar federführend und pionierführend und wie auch immer von Dr. N. Ebersbacher. Selbst Patienten mit extremer mentaler Störung zeigten positive Verläufe unter ihrer Aufsicht und konnten wieder ein volles Leben innerhalb der Mauer des Instituts daran sich erfreuen. Ja, einen Namen haben wir bis jetzt noch nicht, ne? Viele andere kehrten zurück zu ihren Familien in dieser Zeit, bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen und Erfahrungen zu sammeln, beziehungsweise Erfahrungen zu stellen in ihrer erweiterten, verbesserten Condition.
Dr. Ebersbacher organisierte dirigierte Gruppentherapien, die dazu bestimmt war, diese Patienten mit einer geringen Chance auf Recovery. Genau, nicht Recovery, Punkt, einfach so. Ja. Sie hat sich die Extremfälle geschnappt und sich darum gekümmert. Sie hat nahm auch bei diesen Therapien selber teil, investierte eine ungewöhnliche Menge an Einsatz bezüglich ihrer Patienten. Aber er erinnert sich daran, dass sie kaltherzig war, ne? und kühl. Kollegen erinnern sich sanft oder weich. Erinnern sich an ihre sanfte und fürsprechende und liebevolle Stimme, die wie eine magische Heilung wirkte. Something everyone... Soothing? Was ist denn Soothing? Also es schien, dass sie eben mit Passion und Altruismus dort am Werk war, aber eigentlich galt ihr Interesse pur der Medizin. Beruhigend. Okay, danke. Obwohl sie moralisch und ehrbare Person war. It was pure chance that their patients improved in return. Okay, in späteren Jahren wurden Dr. Ebersbachers Augen kalt und kalkulierend. Warum Augen? She began to neglect herself, always showing up to work untidy, unsauber, exhibiting a somber mood. Rumors that she made a startling discovery abound to this day. Okay, irgendwas ist mit ihr passiert, dass sie kühl und kaltherzig, also beziehungsweise abgeklärt wurde. Nee, ich will es nicht nochmal lesen. Oh, ich bin auf die Übersetzung gespannt. Ah, das wird interessant. Das wird sehr interessant. So, was können wir hier in Erfahrung bringen auf der Seite? Okay, das ist jetzt abgeschlossen, ne? Ich frage mich, was da Interessantes drin ist. Hier ist nichts Interessantes drin. Okay. Nichts Interessantes drin. Auch nichts Interessantes drin. Wir haben nur hier oben. Und das ist abgeschlossen mit einem Zahlenschloss. Okay. Aber man sieht es ist 3D, wohlbemerkt. Guck mal, wenn ich hier raufgehe, mal auf den Schatten schauen. Der Schatten ist dazugerechnet, also es muss 3D sein. Der verschwindet ganz seltsam. Okay. Haben wir noch etwas hier nicht? Nein. Was könnten wir denn noch finden? Eine Uhr. Ich kann auch nicht dicht dahin laufen, ne? Ah, okay. Danke für das on the fly. Das liest sich auch sehr, sehr gut, was du gerade geschrieben hast. Also sprich, eigentlich war sie emotionslos. Es ging halt nur um die Wissenschaft letztendlich und nicht um das Miteinander oder eben halt das Genesen der Patienten. Es war halt nur hübsches Beiwerk. Ach du Gott. Okay, der Stab ist uninteressant. Aber der Stift nicht. Oh, nee, das Buch. Oh, okay. Er hat es gespeichert, das Glück. Als ich zuerst im Institut ankam, war ich nicht sicher, was ich erwarten würde. Obwohl es eben halt gut positioniert war und seine Institutionen modern und effektiv waren. The horse and buggy mentality of the staff and approach to forward-looking medicine are appalling.
Having been here for a few weeks now, I know for certain that I won't get along well with Alice. I can appreciate Dr. Henwell's perspective and his need to demonstrate a firm hand in everyday activities in the Institute. I know too well what it means to deal with the sick, mindless individuals locked here, but Alice is an altogether different matter. His attitude is borderline brutish and dates back to a bygone era of barbaric practices. Okay, sie hatte Beef mehr oder weniger mit Alice, also mit Dr. Alice wahrscheinlich, dessen Methoden nicht ihrer entsprachen. Wessen Tagebucheintrag das auch immer gerade ist hier. I can't understand how this character has attained so much rank and power in the asylum. Also sie kann nicht verstehen, warum eben halt Alice so viel Macht und Ansehen im Hospital hier bekommen hat. Ne? I wish I could understand what Henwell saw. Ich wünschte, ich könnte verstehen, was Henwell in ihm sah. In spite of the general adverse environment, I am anxious to start testing my theories with a number of patients. Okay, sie wollte neue Tests bzw. neue Behandlungsmethoden anstrengen bzw. angehen. Ich glaube auch, dass es eine sehr schwere Gratwanderung ist, wenn man Psychologe bzw. Psychologin ist oder Psychotherapeutin, weil das, es ist ja auch ein Leid, ne? Je nachdem, wie ausgeprägt die mentale Störung ist. Und das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das mich nicht innerlich berühren oder bewegen oder mitnehmen würde, aber man muss dann irgendwie so eine professionelle Distanz hinbekommen, weil ansonsten zerbricht man an den Sachen, die man sieht und eben halt mit involviert ist. Ne? Even Alice treats me differently with a kind of silent hesitancy, as if he didn't know what to expect. And I've seen how he treats women in asylum. Guess I must be some sort of a puzzle to him. Okay, er war anscheinend auch nicht gerade, hat Frauen nicht gut behandelt, würde ich jetzt mal daraus schließen, ne? Aber bei ihr war es ein bisschen anders, weil er nicht wusste, wie er sie... Das klingt jetzt falsch, aber ist eigentlich genau anders gemeint, wie er sie nehmen soll, also wie er mit ihr umgehen soll, weil sie wahrscheinlich auch sehr anders war als die anderen. So I look forward to keep my notes and observations in this journal. I'll be working with a particularly diverse group, some of its members exhibiting extreme and promising pathologies. Okay, sie wird ihre Erkenntnisse weiterhin in dem Notizbuch hier aufschreiben. Sie arbeitet derzeitig an einer diversen Gruppe, also unterschiedlichen Gruppe, wo einige Mitglieder sehr extreme und vielversprechende pathologische Störungen aufzeigen. Rebecca is by far the most intriguing subject. This woman has been a schizophrenic since a young age, presenting a rambling and erratic personality. No family, no social life to speak of. She used to live in the suburbs of Kingsport, where she'd roam aimlessly in the streets. Okay. Rebecca. Schizophren seit dem jugendlichen Alter. Presenting a rambling and erratic personality. Rambling ist ja aggressiv. Keine Familie, kein Sozialleben, von dem man sprechen könnte. Das ist richtig. Es ist schon ein Unterschied, ob man eine professionelle Distanz bewahrt oder eben halt die Patienten egal sind. Das ist vollkommen richtig. Genau, das ist eher so die Forschung und wir gucken mal, was da rauskommt. Ne? Und nicht jetzt des Helfens willen an sich, sondern gucken, wie es läuft. Letztes Jahr war sie sexuell belästigt worden von zwei Typen. Left heavily beaten and bruised in a damp alley. Oh, zusammengeschlagen. Was ist bruised? Oh, jetzt muss ich immer ein Wörterbuch. Bruised. Verletzt, okay. Verletzt in einer dämmerigen Alley, wie auch immer.
Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt noch am Leben ist. Es ist ein Wunder, dass sich irgendjemand gekümmert hat, um sie zu retten. Ultimately, she became pregnant after attack. Okay, durch den Missbrauch ist sie schwanger geworden. Welches ihre Psyche in eine noch dunklere Abwärtsspirale brachte. Her mind is in a Nadian now. She thinks she's carrying the spawn of the devil. Okay, sie denkt, sie trägt in sich den Samen bzw. die Spore des Teufels and has repeatedly attempted to hurt herself und hat sich versucht, mehrfach selbst zu verletzen. A fringe case by any measure, the sort of patient that would have received an unabashed shock treatment in other institutions and the perfect subject to test newer, less invasive approaches to mind healing. Ah, okay. Stumpfe Verletzung. Es ist jetzt hier bruised. Ich hatte jetzt bloß das Verb, stimmt. Bruised ist verletzt. Der Abkömmling, ne? Der Spross. Okay, also sie beschreibt zwar, was ihr alles passiert ist, aber nicht zwingend eine gewisse Empathie ist hier zu erkennen, ne? Sondern sie ist halt das perfekte Subjekt, um eben halt neuere Tests auszuprobieren, die ihren Geist wieder in Ordnung bringen könnten. Our first therapy session will begin tomorrow with about half a dozen patients, or so I've been told. I'm going to focus on one particular group for now and I believe Hannibal himself will be present in the first session. Nothing of the sort has been attempted in this place and I'm excited to give the first steps into a brighter new age for psych... Okay. So wie du schon gesagt hattest in der Übersetzung, es geht nur um die Wissenschaft und nicht darum, eben sich um die Patienten zu kümmern, in dem Sinne, dass es das Kümmern, beziehungsweise dass es ihnen besser geht, ist nur ein Abfallprodukt. Und das ist meines Erachtens hier sehr einfach zu erkennen. Right click on to show an item you are carrying. Ich hab. Kommt es dann auch im O-Ton, in den Untertiteln? So von wegen alles, was wir benutzen könnten. Achso. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wie war denn das? Nee, hier kann ich zum Beispiel... Das ist ein bisschen seltsam. Wie kann ich denn mein Inventar aufmachen? Mit Leertaste kann ich das... ist wie rechte Maustaste. Kann ich das... Ah, und mit einem Scrollrad kann ich theoretisch durchwechseln durch die Gegenstände. Ich habe aber keine Gegenstände. Hier ist doch ein Brief. Nee, ist ein Foto. Das sind Verletzungen von einem Arm oder so. Und zwar Schnittwunden. Okay. Nee, das ist das Gleiche. Sind das vielleicht ihre Verletzungen? Da ist nichts drin. Meine Hoffnung, etwas Bedeutungsvolles in dem Abfalleimer zu finden, sind zerstört worden, als ich gesehen habe, dass da nichts drin ist. Okay, hier haben wir meines Erachtens nichts. Wir haben aber auf alle Fälle erstmal Erkenntnisse. N. Ebersbacher. Kingsport State University. Ebersbachers Bibliothek war respektabel und gut erhalten. Aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Ja, wir haben ja mitbekommen, es ist nicht immer alles das, was es scheint. Und ich glaube, dass das Spiel in eine ähnliche Richtung tendieren wird. Ich glaube auch, dass wir hier alles drin gefunden haben, ne? Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Nee, so komme ich nicht raus. Wie komme ich denn hier wieder raus? Da, okay.
Ein schönes Gemälde. So viele Räume hier. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Was ist denn das da? Opening of West Infirmary 1878. Das ist der Westflügel, ne? Obwohl, es ist eigentlich der West Wing. Are you deformed or crippled? Oh Gott. Elektrotonische Therapie für Mentalgestörte. Gründe für Einlieferung. Masturbation mit mehr als 30 Jahren. Also, wenn älter als 30 Jahre? Krankenstation, okay. Nymphomanie. Liking Mist. Dafür wird man eingeliefert? The War? Warum sind einige Sachen so fett geschrieben? Snuff eating for 2 years. Seduction. Okay. Liegt hier irgendwas Interessantes rum? Da lagen einige uninteressante Magazine auf dem Tisch. Und sind natürlich auch schon ein bisschen älter. Ja, wahrscheinlich haben sie das gemacht, weil die Syphilis ja dann irgendeinen psychischen Ursprung hatte. Besucher würden ihre Zeit hier in diesem Warteraum verbringen, bis jemand kam, um sie abzuholen. Ach so. Abuse of Walkthroughs. Das ist aber, siehst du, das habe ich gar nicht mitbekommen, das Abuse of Walkthroughs. Das kommt drauf an. Ich meine, wir waren mit einem relativ aktuellen Auto hierhin unterwegs, ja. Also wahrscheinlich aktueller als das Auto von Scratches. Dr. Hawthorne. Abgeschlossen. Oh, hier, guck mal, hier ist ein Meer draußen. The vast and lonely ocean extended as far as the eye could see. I felt like I was at the end of the world. Oh. Gibt's hier ein... Okay, der Raum wäre jetzt interessant zu erkunden vom Hausmeister, ne? Der hat hier sehr viel gesehen und hat bestimmt auch viel eingesammelt. 30 Jahre lang masturbieren ist auch nicht wirklich ein Grund. Nee, ist es ja auch nicht. Deswegen ja. Kann ich das jetzt hier mitnehmen? Wie kann ich denn die Sachen hier einsammeln? Ich kann die nicht einsammeln. Die Schallplatten bleiben. Oder aber das ist, weil es die Demo ist, dass wir sie nicht einsammeln können. Nein, wir haben doch keine Masken gefunden. Verschiedene Flüssigkeiten, die keinen Nutzen für mich hatten. Einige waren auch gefährlich. Oh. Ah, jetzt kann das Messer kommen. Aha. Was haben wir denn gefunden? Doctor and Soul, Interspirituality. Doktor und Seele? Wieso legt er das da wieder zurück? Okay. Office Hawthorne, cleaned using cloth, empty trash. Am Oktober den 14. hat der Hausmeister noch
das Office von Hawthorne gemacht und das Office von Ebersbacher. Okay, das mit der Syphilis ist interessant zu wissen. So, Archive, einmal die Woche. Ah, oh, guck mal, das könnte ein Hinweis sein, dass wir hier vielleicht den Schlüssel für die Räumlichkeiten vom Doktor finden. Nur eine alte Decke, und zwar dreckig noch dazu. Okay. Ich hatte den Eindruck, wenn es funktionieren würde, das Radio, würde es einfach Vorkriegsprogramm abspielen. Ja, ich denke mal auch, dass es einfach nur Spaß ist. Einfach nur versteckte Gimmicks. Aber ich... Hier, warte mal, da ist was. Okay, was auch immer da drin war, ist, kann man nur noch raten. Hier ist aber nichts weiter drin. Was soll ich denn hier finden, wenn hier nichts drin ist? Oh, diese Lampe macht mich wuschig. Okay, also hier ist nichts weiter außer diesen Zettel. Ich würde mal sagen, wir gehen mal... Oh Gott, sind das lange Flure. Okay, es gab keinen Weg raus, ne? So ein Pech, ich hätte ein bisschen frische Luft vertragen können. Ich dachte etwas über den Architekturstil des Gebäudes nach. Auch abgeschlossen. Kein Krankenhaus wäre komplett ohne ein gutes altes Kochbrett. Auch abgeschlossen. Mal schnell durchgeklickert hier. Abgeschlossen. Okay, und das ist hier... Also das wollen die alles innerhalb von 10 Tagen hier reparieren, ja? Also sportlich, würde ich mal sagen. Was ist das hier? Kein Glück. Licht funktioniert nicht. Vielleicht sollten wir mit ihr nochmal reden. Oder nach oben gehen. Können wir hier... Aber konnte ich sie jetzt berühren? Nee, nur angucken. Aber wir reden mal kurz mal mit ihr. Auch wenn sie so schnell redet und ich nicht hinterherkomme. So schnell zurück. Was kann ich für dich tun? Brieföffner? Warum? Okay, ich wollte mich schon sagen. Okay, da möchte er nichts dazu sagen. Da auch nicht. Also glaubst du mir jetzt? Ja, deine Story ist seltsam, aber ich bin überzeugt. Ich fühle mit dir. Ich hätte einfach behaupten sollen, ich wäre ein Doktor gewesen von damals. Ah, okay. Bruno. Du hast jemanden erwähnt, Bruno. Ja, das ist unser Sicherheitstyp hier, ne? Grouchy and fairly unpleasant sometimes, but he has a heart of gold. Okay. Aber den haben wir noch nicht gefunden. Ob wir nach oben gehen können? Soll ich es mal probieren? Ich probiere es mal. Wow, wir sind oben. Okay, kein Glück. Die Ansicht könnte atemberaubend sein, aber zwischen all den Stangen, ne, dem Dreck und Gloomy Night, ist das schon Gloomy Night hier? Nö. Aber hier ist noch nichts weiter. Da hinten leuchtet irgendwas durch.
Okay, ist alles zu. Oh, die Heizung. Die Heizung arbeitet nicht, ne? Tja, arme Julia. So viel dazu. Die Heizung geht nicht. Können wir eigentlich hier raus? Im Auto war ja auch nichts gewesen, ne? Übrigens. Radio geht immer noch nicht. Handschuhfach geht nicht. Schade. So, da kann man nichts machen. Nichts hin. Da könnte man eigentlich... Ist doch noch gar nicht dunkel. Und wir können nirgendwo hingehen. Also müssen wir gucken, dass wir hier drinnen was finden. Aber was? Haben wir hier irgendwie einen Hinweis, was wir machen sollen? Was ist mein Task? Mich an meine Vergangenheit erinnern. Was ist mit mir im Institut passiert? Was könnte dabei helfen, herauszufinden, was mit ihm passiert ist? In Archiven haben wir nichts gefunden. Da ist auch was abgeschlossen. Also uns fehlt noch eine Art Schlüssel oder so. Nee, in Archiven war es nicht, aber hier war die Schallplatte. Und wir können leider nicht die Schallplatten mit einsammeln. Dabei könnten wir wahrscheinlich Musik abspielen lassen, wenn wir die Schallplatten hätten. Wenigstens eine. Eieiei, das ist ein Teufelskreis. Achso, das war das Klo. Da durfte kein Schlüssel sein. Wo könnte man eigentlich den Schlüssel jetzt erwarten? Hier ist nichts. So, da haben wir die Schallplatte, aber das ist nur eine Hülle und die ist auf allen Seiten zu. Nee, hier ist er offen und leer. Bei der Leiche des Sicherheitsmannes im Keller, na, wo ist der Keller? Ich gehe sofort in den Keller, na klar. Ach so, ist das falsche Gebäude, ne? Ja, aber jetzt mal ernst. Aber warte mal, hier ist doch ein... So, wir waren, also wir kommen bis hierhin. Und wir kommen bis hierhin. In die Cafeteria, in die Cafeteria kommen wir nicht und wir kommen auch nicht in die Bibliothek. Archive. So, wir haben ein Zimmer vom Doktor. Das fehlt uns noch. Um dort reinzukommen. Ich hätte ja gedacht, dass Hausmeister da irgendwie... Oh. Blutige Hände. War die vorher schon da? So, das geht nicht auf. Aha, die Macher von Scratches haben eine Leiche im Keller, okay. Das sag aber nicht so laut. So, die Tür geht nicht auf. Doch, die geht. Hier ist aber noch ein... Ah, warte mal, hier ist ein Code. Ah, warte mal. Das ist ein dreistelliger Code. Moment mal. Moment mal. Moment mal. She used to live in a suburb. Our first hour session will begin tomorrow with about a half dozen patients. A
sort of patient that would have received unabashed shock treatment in other institutions and the perfect subject to test newer, less invasive approaches. Ich meine, ich könnte jetzt, weil das nur ein dreistelliger Code ist, alles durchprobieren, aber ich glaube, hier drüben, der Code hier ist eines von den Büchern drüben im... Nee, da nicht. In dem anderen Bereich von dem Gebäude. Das war hier? Achso, das war das Zimmer. Okay. Selbst die Stühle sind nicht so schick. Und hier beim Janitor, beim Hausmeister hätte ich ja auch was erwartet, aber hier liegt ja nichts rum. Da gibt es nur dieses hier und ach so, warte mal. Doktor und Soul, Interspirituality. Moment, das ist ein Hinweis. Warte mal. The Doctor and the Soul. Wo ist hier was? Intersubjectivity and Relational Spiritual. 184. Gehen wir da mit? Ja, ne? 184. Es ist die 184. Es ist die 184. Merken. Es beginnt. Da. Guten Morgen. I used foul language, right? Reprimand a clumsy nurse who forgot to lock the gate through the dirty works. I've evidently been under stress lately. My worst fear is becoming another Alice. So I must remain level-headed and focused. It's this place. There's generalized feeling of discomfort in the institute and those unsettling rumors don't help. But the main reason for my jumpy attitude has to be the baffling regression of my group E. Gruppe E. It's disconcerting and very. I'm giving Alice too many reasons to apply shock treatments to these patients and take us all decades back in time. Alice Hawthorne, the backwards time traveler, that fucking bastard. They would have did. Okay. Jetzt sich ganz gefährlich den Bauch verletzt, so much that she left a flesh wound. Sie selbst wurde immer aggressiver und hat Foul Language, also sprich beleidigende Worte und, ne, benutzt und befürchtete, dass sie ein weiterer Alice wird. Aha. Und dass der Alice die Arbeit eben halt mehr oder weniger immer gestört oder sogar zurückgeworfen hat um mehrere Jahre, weil er Schocktherapien, Elektroschocktherapien angewendet hat. Können wir hier zurückspulen? Nee, wir können nur abspielen. Okay.
Haben wir jetzt vielleicht was? Ja, wir laufen ja schon. Aber einen Schlüssel haben wir nicht gefunden, ne? Wir haben nur das Band gefunden. Ja. Komischerweise ist hier OU drin, ne? Akten schon falsch abgelegt. Na, da kann ja nichts werden hier mit Behandlung. Wenn die Akten falsch angelegt sind und abgelegt sind. Oh. 21 Uhr. Julia, es ist Bruno. Unser adorable High-Risk-Inmate ist wieder geflohen. Okay. Keine Ahnung, wie er es geschafft hat. Bitte ruf jemanden. Ich brauche Unterstützung. Was? Was? Wie, hier ist jemand geflohen? Hallo, Julia? Oh, Julia ist nicht da. Okay, es war eine gute Idee, dass man die Jacke in der Nähe behält wie in der Kälte. Okay, entweder hatte sie viel Papierkram oder es war ihr egal, das zu ordnen. Okay. Was steht denn da drauf auf den Notes? Was ist da? Register of Visitors. Das sieht auch nach Bäckern aus. Vor allem, weil sie alphabetisch sortiert sind. Das macht man so, ne? In einem Buch, wo man sich registriert, dass man jetzt gerade jemanden besucht. An elegant typewriter was sitting on Julia's desk. So, warte mal. Ich glaube, jetzt ist ja hier jemand geflohen, ne? Aus dem Hochsicherheitstrakt. Halt, die Männer waren auf welcher Seite? Auf der linken Seite. Hier. Das heißt. Da geht's sowieso nicht. Halt! Oh! Wer zur Hölle bist du? Ach, das ist Bruno. Ich schaue mich hier bloß rum, ne? Was tust du? Das ist doch kein Einkaufszentrum hier. Ich habe mit Julia gesprochen und sie gab mir die Erlaubnis. Du brauchst dir um mich keine Sorgen machen. Dieser Ort ist unglaublich. Bin ich der Einzige, der meinen Job ernst nimmt? Nun, es ist egal. Ich habe eh genug mit dem Insassen hier zu tun, ne? Welcher ist hier auf der Flucht? Ja, ich habe es geschafft, den hier in der Cafeteria einzusperren. Sie selbst. Mich interessierte gerade sein Abzeichen hier, sein Kärtchen allerdings. Kirkbridge, das war's. A single linear construction housing order. Soll ich jetzt wirklich reingucken? Zum Glück ist es kein Spiel, wo wir uns dann umdrehen und wegrennen müssen, ne? Glaube ich. Hochsicherheitstrakt, sah ich dazu nur. Okay, ist alles schick. Und jetzt? Ich sehe, was du meinst. Dieser Typ scheint gefährlich zu sein. Gefährlich? Brennt der Dämon. He's tearing down the whole place at this rate. There won't be a cafeteria tomorrow, okay? Scheiß beschäftigt. Kann ich dich trotzdem was fragen? Och, ich hasse diesen Teil, aber klar, wie auch immer. Mein Name ist Bruno. Ja, unerwartet. Dass der einfach so kommt und gegenschlägt, war völlig unerwartet.
Aber es ist wenigstens gut, dass man lebende Leute hier sieht. Die Frage ist bloß, ob sie wirklich, wirklich sind oder nicht wirklich. Über meine Vergangenheit. Ach, Mensch, ich bin kein Therapeut hier. Behalte das für dich. Okay, Aufgaben. Topics. Meine Condition. Ich möchte sagen, warum ich hier bin. Also schau mal. Ach komm, hör auf. Nicht weitermachen, ne? Das ist nicht mein Problem. Wenn Julia sagt, es ist okay, dass du hier bist, dann ist es okay. Du bist nicht mal, kurios, also sprich hier neugierig. Okay, ihm ist es egal. Bitte, verstehe. Ich möchte davon nichts hören. Es geht mir nichts an. I don't care. Okay. Ich frage mich, ob Bruno irgendwas über die Patienten weiß. Ich möchte darüber jetzt nicht reden. Okay, Gruppe E bitte. Sagt dir das irgendwas, Gruppe E? Klingt wie eine Therapiegruppe, oder? Auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass ich darüber nichts weiß. Und was mit dem Typen in der Cafeteria hier, den Verrückten? Tja, wir haben da ein kleines Problem, gerade mit dem Rowdy. Das ist das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass er ausgebüxt ist. Kannst du mir nicht irgendwie mehr über ihn erzählen? Ach Mensch, du bereitest mir Kopfschmerzen. Gruppe E nochmal. Okay, der will nicht so viel reden. Red mal über dich. Wer bist du eigentlich, Bruno? Ich bin ein Computerspielcharakter. No, quit the game. Oh, wenn das nachher alles vertont ist, das ist cool. Kennst du Dr. Miller? Ja, ich habe ihn hier schon mal rumlaufen sehen, aber ist sehr in sich gekehrt, reserviert, ne? Weißt du, wo ich ihn finden kann? Irgendwo hier auf dem zweiten, im oberen Geschoss, ne? Okay, können wir noch irgendwas sagen? So, und are you enjoying the demo, Bruno? Nein, lass mich jetzt in Ruhe. Oh Gott. So, hier, ich habe noch diesen Brieföffner. Okay, der kann uns nichts weiter dazu sagen. Ey, warte mal. Du scheinst ziemlich fit zu sein. Okay. Ich möchte dich was fragen und dich um etwas bitten. Kannst du mein Baiten holen? Das ist der Schläger, ne? Der Prügel ist der Baiten. Der Baiten ist hier so ein Schläger, Task. Warte mal, Fetch Baiten für Bruno. Schlagstock, genau. Und wo hat er den in Basement? Wo ist der Keller? Oh. Will ich hier sein? Okay, das war kein beschauliches Plätzchen. Selbst wenn es sauber wäre, war es ein beschauliches Plätzchen. Hey, was denn jetzt? Was habe ich denn getan? Glück mit meinem Schlagstock? Noch nicht. Ich wollte auf der Karte nachgucken. Wo ist denn ein Basement? Sieht hier einer Basement? Ach Gott, hier hinten ist das Basement. To Basement, hier. Wie komme ich denn da runter? Das würde ja bedeuten, ich müsste hier durch die Bibliothek durchkommen.
Oder? Es gibt nur einen Ort, wo wir ins Basement kommen. Und das ist hier drüben. Au, 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 au. Nee, okay. Ja, oder nicht die Cafeteria, da laufe ich nicht durch. Okay. Unterschiedliche Artikel. Renowned? Was ist denn renowned? Also renoviert wahrscheinlich, ne? Hospital for the Insane shuts down. Von wann ist das? Steht hier nicht da. Berühmt. Okay, danke. Werden die Insassen bzw. Patienten gequält? Fragezeichen. Die Heizung ist aus, ne? Okay, die Heizung ist aus. Du bist in dem falschen Trakt. Hier kommen, ist der Männertrakt. Das wollte ich nicht. Schallplatten. Und ein Journal aktualisiert. Was ist das? Es war so kalt hier drin. Klassische Symphonie. Du könntest die beste Matratze hier raufpacken auf diese Eisenbetten und sie werden immer noch auf diese Eisenbetten und sie werden immer noch unkomfortabel. Nee, ich will da nicht rein. Ach hier, the stairway led to the basement at the second floor. Hier ist das Treppenhaus. Okay, ist aber abgeschlossen. Okay, augenscheinlich haben sie schon einige Patienten hierher gebracht. Ist es so gut, dass sie sich den Kopf blutig schlagen? Muss das sein? Hallo? Oh Gott. Ich versuchte die Zelle zu öffnen, aber ging nicht. Es wird immer lauter. Ich bin unschuldig. Oh, ist das wieder creepy. Aber die haben es echt genau wieder geschafft, das Ambiente und das Gefühl reinzukriegen. Und mit den Kopfhörern ist es total schlimm. Oh Gott, da wollte jemand Teddy ertränken. Scheint da kein Wasser zu geben, ne? Irgendeine unaussprechbare Flüssigkeit ran da die Rohre entlang. Selbst die Spiegel waren völlig nutzlos hier in den Räumlichkeiten. Genau, der Elektriker, der fehlt wieder. Da wirst du recht haben, Pflegekräfte, Marie. Das ist übrigens, warte mal, du bringst mich gerade auf eine Idee. Manchmal spielen die besten Titel die Kommentare im die Kommentare im Chat. Das ist, glaube ich, genau passend. Oh, aber das Schlimme ist, ich habe wieder dieses seltsame, dämliche Bauchgefühl, ja. Das war ein deprimierender Anblick.
Oh, Teddy. Guck mal, dann. Kann ich dich hier rausholen, Teddy? Ich schätze, jemand mochte seinen Teddybären nicht mehr. Oh, Teddy. Okay. Mami. Nein. Nein, 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 nein. Ich will dich nicht sehen, ich will dich nicht sehen. Mami. Komm her, Teddy. Lass dich warm. Hallo? Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber du bist nackig. Ja. Oh Gott, das wird ein schlimmes Spiel. Ich glaube, das kann man nicht anders ertragen, als rumzugackern. Warum ist die Tür hier nicht zu? Oh. Oh, das wird gut. Nee, das wird schrecklich. Ich will nicht so rum. Der Zustand der Patienten ist herzzerbrechend. Was ist der? Warum blutet der denn? Das kann doch niemals Normalzustand in. Genau, die haben eine Verkleidung. Danke fürs Spielen. Asylum kommt so schnell wir können. Wir schwören. In der Zwischenzeit wäre es schön, ne, wenn du das Wishlist, das habe ich schon gemacht, und unserer freundlichen Community beitrittst. Lock me in. Discord. Okay. Es ist steuerungsmäßig wie Scratches. Ein paar Sachen sind ein bisschen unrund. Also wahrscheinlich einfach nur, weil man viel zu viel machen will und das Spiel auch in der Demo-Version wahrscheinlich auch gar nicht so viel vorgeben will. Die Übersetzung muss auf jeden Fall kommen. Also ich persönlich habe arge Schwierigkeiten, das simultan zu übersetzen. Das ist das Problem. Ich habe jetzt zum Schluss hier weitestgehend bloß noch zugeguckt, beziehungsweise grob zusammengefasst. Aber ich muss mal sagen, mir gefällt es richtig gut. Nee, eigentlich gefällt es mir überhaupt nicht, aber mir gefällt es gut, aber eigentlich auch nicht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn es draußen ist, dass wir das spielen werden. Aber ich spiele es nicht alleine. Also so wie Wolli gesagt hat, ja, aber nicht alleine. Alleine spielt man sowas nicht. Definitiv nicht. Nie, nie, niemals, nie nicht. Ja, also.
Ja, das wäre super, wenn so ein Spiel wäre. Als Gruselspiel. Alles sind gewaschen und ordentlich. Und sie benehmen sich. Ja? Wissen, wie man Messer und Gabel isst und was man isst. Also Gemüse und nicht seine Innereien oder die Innereien vom Nachbarn. Ich glaube, es wird sehr interessant. Es wird anders als Scratches. Aber was ich bis dato sagen kann, und wenn sie das weiter so beibehalten im Spiel, sie transportieren, okay, jetzt kommt ein bisschen mehr dazu, aber sie transportieren schon so wieder so viel in der Atmosphäre mit, dass man da sitzt und so dieses, also dieses Bauchgefühl, also dieses, ne, dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst. Ja, okay. Ja, das war jetzt die Demo von Scratches. Schönes Ding. Gefällt mir. Irgendwie. Glaube ich. Was ist denn das für ein Titel, den du da als Horrorspiel zu liegen hast? Ja, also wie gesagt, wunderbares Spiel. Sehr schönes Spiel. Ich mach mal hier aus.